Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. In der letzten Folge haben wir ja einen Häuptling von uns, also der auf unsere Seite kämpft, dazu beauftragt, dass er einen anderen Häuptling verrät. Und daraus ist jetzt der Machtkampf da entstanden und da bewegen wir uns jetzt mal hin. Und den starten wir dann gleich mal. Was war das? Nichts. So, du gehst mir. Okay. Verrat. Lol. Du hast deinen Leibwächter befohlen, seinen Herrn zu ermorden. Wenn er Erfolg hat, erlangt er Macht und wird zum Häuptling befördert. Stelle sicher, dass der von dir gebrandmarkte Hauptmann den Sieg davonträgt. Das werden wir. Und das ist auch noch Ogbur der Meuchler. Okay. Na, dann sehen wir mal. Macht es schnell, mein Freund. Wozu das hier? Ich habe dir lang genug gedient. Es wird Zeit, dass du gehst. Lol, du kämpfst zwei Stück gegen den. Na? Dein Ende ist nah! Ach komm, leck mich. Du! Nun, das verändert natürlich alles. Hätte ich gewusst, du kommst zurück, hätte ich dir mehr als nur eine Narbe zugefügt. Ja, jetzt sehen wir uns wieder. Ich kenne diesen Trick. Ohohoho. Lol. Ich möchte den bitte brandmarken. Funktioniert das irgendwie? Lauf. Aua. Also ich möchte den nicht töten. Okay. Ich will den packen. Wenn du ein Fünkchen Gnade hast, verbrenn meine Leiche. Ich hab Angst, was meine Brüder mit ihr anstellen. Beherrschen. Sehr geil. Okay, Informationen sammeln. Ja, Informationen sammeln. Okay. Das finde ich jetzt geil. Den hier will ich als nächstes haben. Neue Informationen erhalten. Okay, Furcht vor Graux. Er leidet Schaden durch Explosionen. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße. Okay, das ist eigentlich ein leichtes Opfer. Freigeben. Sehr gut. Ja, okay. Haben wir das auch? Bei seinem Versuch, Gefolgsleute zu rekrutieren und stärke so deine Streitkräfte. Okay. Nee, es liegt aber nicht auf dem Weg. Zu deiner Verfügung. Okay. Nee, ich möchte hier rein. Reinigende Flammen. Fordere Tumuk Schauderfratze heraus, indem du seine Unterstützer verbrennst. Alles klar, das versuchen wir jetzt. Wo ist der nächste Turm? Der ist hier. Dann gehen wir erst zum Turm. Und dann geht's los. Oh, da läuft ein Karagor rum. Okay. Der interessiert sich aber nicht für uns. Okay, sehr schön. So, auf zum Turm. Nur noch 520 Fuß. Du gehörst jetzt auch zu mir. Egal. Egal, was es war, es ist weg. Hast Brockschwassern getötet? What the fuck? Wieso hat sich der jetzt töten lassen? Vielleicht da jemand umher? Ist der dumm oder so? Welcher war das denn? Der hier. Hm. Was ein Blödmann. Naja, ist ja egal. Dann ist er eben tot. Dann holen wir uns den neuen. Okay, jetzt sind wir am Turm angekommen. Gleich mal hochklettern. Ah, und noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So, und aktivieren.
Bam. Gut. Meine Ahnenuntergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Mhm. Okay, dann versuch's doch. Lol, what the fuck geht denn ab? Töten sich hier alle gegenseitig. Noch wieder einer weniger. So, du gehörst mir. Und jetzt greif die mal an hier. So. So, gut. Jetzt starten wir mal den Auftrag hier. Erstmal noch heilen. Heilen sollst du dich. Hier so. Elgaran gesammelt. Mhm. Okay, reinigende Flamme. Annehmen. Feuer zieht Motten an. Verbrenne seine Soldaten und der Häuptling wird sich zeigen. Alles klar, dann möchte ich mir aber vorher noch ein paar Gefolgsleute machen. Denn das ist immer cool. Nachdem sie unsere Vorräte angegriffen haben, sollte der Anführer leicht zu überzeugen sein. Oh, du bist meiner. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Oh shit. Oh shit. So, gut. Habe ich noch gut in den Griff bekommen. Oh, den hier. Moment. Was? Ich rieche etwas. Wurde da gerade Alarm ausgelöst? Sicher falscher Alarm. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Skog. Skog, der Befleckte. Altgedienter Hauptmann, okay. Ja, dann holen wir doch mal einen Karakor. Oh. Nee, nee, das machst du nicht. Furcht vor Karagor, den können wir uns holen. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt. Komm schon, nicht flüchten. Ach, scheiß doch die Wand an. Guck in die andere Richtung. Macht er denn jetzt? Okay, ist er jetzt weggelaufen? Alter, verpiss dich, du Penner! So, sehr schön. Ist den hier auch noch? Alter, ich hab doch Y gedrückt. Mann, oh Mann. Den hier als erstes. Das Y drücken, das bringt irgendwie nicht mehr so viel. Zumindest kommt es mir so vor. Au. Verpiss dich. Ja? Ja. Mann! Ich rieche etwas. So. Machen wir das mal so hier. So.
Jetzt dann halt so hier, den noch. Shit. Ich sollte die ja verbrennen, wa? Ich mache auf jeden Fall gerade nicht das, was ich tun sollte. Habe ich ihn erwischt? Ja, scheint so. Na, wenigstens etwas. So, ist den hier noch, dann den hier. Okay. So, den hier. Lol. Voll den Kopf abgeschlagen. Das war ein bisschen über den Kopf. Aber okay. Au. So, den Schildkämpfer hier noch weg. Den hier weg. So. What the fuck? Jetzt sterben sie alle. Lol. Ich kann nichts anderes als das hier. Das ist das Effektivste. Wie viele hier kommen? Ich muss mal flüchten. Das wird, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr. Au. Fuck you. Oh, 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 oh. Jetzt lauf um dein Leben, Mann. Ja, jetzt kann ich es eh vergessen. Ach man, jetzt muss ich die Lage erstmal beruhigen. Okay, hat sich scheinbar beruhigt. Dann auf ein neues. Scheiße. Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jeden. Ja, ja. So, haben wir denn hier jetzt welche? Ja, hier laufen noch welche rum. Und im nächsten war er schon fort. Verdammt. Nie, nie. Nicht da lang fallen lassen, da runter, genau. Spieß dich den Waldläufer auf, bevor er mitkriegt, wie ihm geschieht. Hey, hier könnte ich die Leute doch auch alle schön holen. Ich sehe schon Gespräche. Komm mal her, hier. Habt ihr das gehört? Nee, es hat keiner gehört. Komm jetzt her. Sehr schön. Jetzt bitte den nächsten. Das war der Waldläufer. Ja, das war ich. Na komm her. Du kommst auch noch her. Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Na komm doch. Ja, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Jawohl. Gut. Jetzt habe ich schon mal 4. Du kannst auch noch herkommen. Ja. Schön. Nein. Der Tag ist wohl abgehauen. Boah, jetzt habe ich zu früh B gedrückt. Okay, ihr gehört mir. Oh, oh. Sieht noch jemand den Gefangenen rennen?
Nee, hier sieht mich keiner. Den kann ich eh nicht verbrennen. Hätte ich große Lust, euch jämmerlichen Haufen jetzt gleich zu töten, bevor ihr mir ans Leder wollt. Komm, Kette hoch. Kletter doch hoch jetzt. Aufholen und lernen, auf ihn zu reiten. Dann können wir schön auf den Sklaven rumtrampeln. Das gibt sicher eine nette Sauerei. Der Grabwandler wollte mich verbrennen. Doch ich war zu schnell für ihn. Schleicht da jemand umher? Warum hat er. Warum explodiert das nicht? Ach, jetzt kann das hier explodieren. Das hat es mir gerade noch nicht angezeigt. Wie soll ich die denn verbrennen, Mann? Wenn ich fertig bin, bleibt nichts außer Blut und Gedärme übrig. Muss ich mal noch weiter versuchen. Beziehungsweise weiter etwas zum Verbrennen suchen. Hätte ich nicht alles weggeballert gerade? Wenn er meinen Kopf abbläht, dagegen hin. Ich brauche keinen Kopf zum Kämpfen, nur zwei Arme. Nur zwei Arme, ja, so siehst du aus. Jetzt kämpfst du aber für mich. Wie mache ich das jetzt? Mehl wächst viel zu schnell. Moment! Ach verdammt, ich dachte, ich kann erst explodieren lassen. Ach scheiße. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Dann müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Hatte ich nicht irgendwie nur so einen Brandpfeil oder so? Waffen und Runen, Verbesserungen. Leute, ich habe 2 Punkte. Okay. So, Treffen verursacht doppelten Schaden. Schattenangriff, Aneinanderreihung. Das will ich. Zerstörung. Rux töten. Nee, das will ich nicht. Kampfaufzehrung. Nee. Festnageln ist auch langweilig. Schulterstoß. Widerstandskraft, die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass die Trefferserie zurückgesetzt wird. Das nehme ich noch. Okay, kann ich irgendwie Runen, damit brennende Pfeile, damit ich brennende Pfeile schießen kann? Gibt sowas? Oh, neuer Runenplatz. Ja, gucken wir mal. Aufzehrung, Brandmarkung, Schattenangriff, tödlicher Bogenschütze, ja. Nee. Wille des Westens. Nee. Das auch nicht. Nee, Mist. Scheiße. Wie bringe ich die zum Brennen? Oh, den hier. Smaller. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Zünde das Leuchtfeuer an. Lol. Okay, ich habe noch einen. Sehr gut. Auch wenn es der eigene war. Ist mir jetzt scheißegal. Nee. Du hast mich nicht gesehen. Gut.
das war. Sicher falscher Alarm. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ja, da hat sich was bewegt. Und jetzt komm her hier. Ja, das hat mich selbst auch ein bisschen getroffen. Was? Der Grog! Oh, der Grog. Oh, ist das schlimm. Der gute Schnaps. Nur Säufer am Start hier. So. Jetzt fehlt noch einer. Da drüben habe ich noch so einen Punkt. Gesehen. Menschen, Ghule, Geister und der Gruppe selbst Staub zermalmt unter den stampfenden Füßen. Ja, es funktioniert schon mal. Den locke ich hier schön rüber. Könnte eigentlich reichen. Ausprobieren. Jawohl. Alter, der hat drei Gefolgsleute dabei. Drei Stück. Drei fucking Stück. Mal den Karagor hier freilassen. Oh, immun. Nee, den kann ich keine Angst einjagen. Du hast meine Uruks getötet, hm? Dir wird dich eine Lektion erteilen. Komm, ich versuch's. Bereit zu leiden? Komm wieder auf den Boden. Warte, ich... Lol. Lol. Gegen meinen Herrn bist du machtlos, vor allem solange ich hier bin. Halt dein Maul, du Spasti. Du wurde ich erstmal vergiftet, wa? Du nicht. Lach doch noch dümmer. Brennendes Uruk-Fleisch, die beste Art für Panik zu sorgen. Ja, um dich zu holen. Boah, what the fuck? Lol, lol, boah. Nein! Okay. Ja. Scheiße. Hättest hinter deinem Versteck bleiben sollen, Abschaum. Ja, hätte ich wohl besser. Ach nö. Hat dich getötet, ja. Ja, ist gut. Okay, dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge tun müssen. Und zwar müssen wir den hier, dessen Leute, brandmarken. Am besten. Dann würde das Ganze funktionieren. Wir markieren schon mal das Ziel. Torz, der Giftige. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao.